Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, 15 Jahre nachdem diese Novelle beschlossen wurde, von Rot-Grün im Übrigen, muss ich schon auch sagen, ein Meisterstück war das allerdings auch nicht. Wäre es nämlich eins gewesen, müssten wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Und selbstverständlich war es so, dass die Tatsache, dass für bestimmte Gewerke keine Meisterpflicht mehr notwendig ist zur Ausübung des Berufs, insgesamt eine negative Sache. Deswegen müssen wir natürlich darüber reden, dass wir das ändern. Und ich habe den Eindruck, das wird auch passieren. Wir hatten in der Folge sinkende Ausbildungszahlen, wir hatten sinkende Meisterprüfungen, wir haben insgesamt eine Dequalifizierung im Handwerk, all das ist ja richtig. Wir haben eine Strukturveränderung hin zu prekär aufgestellten Kleinstbetrieben, all das war Folge dieser Reform, also weiß Gott, kein großer Wurf. Inzwischen besteht aber Einigkeit, dass man es ändern will. Ich habe Frau Poschmann das ja durchaus richtig verstanden und auch die Anhörung im Wirtschaftsausschuss hat ja diese Richtung deutlich gemacht. Warum kommt also die AfD jetzt mit einem Gesetzentwurf? Übrigens auch kein Meisterstück, nicht einmal Gesellenstück. Denn wenn man schon so einen Gesetzentwurf vorlegt, dann muss man sich zumindest ein paar Gedanken machen, was mit denen ist, die jetzt zum Beispiel diesen Beruf auch unter veränderten Bedingungen ausüben. Und da habt ihr ja nun bei weiß Gott nichts dazu, ist euch nichts dazu eingefallen. Also es zeigt aber andererseits natürlich gerade an eurem Antrag, dass ein bisschen eine Qualifikation für so einen Antrag schon erforderlich ist. Das gilt auch für die Ausbildung, aber es gilt vor allen Dingen für eure Anträge. Meine Damen und Herren, wo das eigentliche Problem ist, ihr wollt euch jetzt als Anbietern bei den Handwerkern, wir sind die Hilfe, wir sind sozusagen die, die das Handwerk retten, die kriegen das auch ohne euch gut hin. Das ist mein Eindruck jedenfalls. Und ich sage auch, wo das eigentliche Problem gleich ist. Aber eine Bemerkung konnte man auch nicht verkneifen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass 18.000 Geflüchtete in Deutschland im Handwerk arbeiten. 18.000 Geflüchtete. Die wollt doch hier am liebsten wieder loswerden. Das nützt den Meistern überhaupt nichts. Das nützt dem Handwerk überhaupt nichts. Sondern genau die brauchen wir auch, dass das Handwerk überhaupt noch vernünftige Arbeitsplätze, vernünftige Ausbildung machen kann. Also manchmal kommt mir ein bisschen vor, ihr schmeißt sozusagen mit der Hand um oder mit dem Hintern um, was ihr vorher aufgebaut habt mit der Hand. Also mich freut es übrigens, dass das Handwerk in dieser Weise ausbildet. Aber wo ist das eigentliche Problem im Handwerk? Das ist eben nicht nur die Frage, ob da eine Ausbildung stattfindet, ob die Meisterprüfung haben oder nicht. Die eigentliche Frage ist, wie sind die Bedingungen im Handwerk? Und da haben wir Riesenprobleme. Wir haben immer weniger, und das sage ich jetzt auch bewusst der FDP, wir haben immer weniger, die dort noch in Tarifverträgen sind. Das bedeutet, wir haben dort ein Lohnniveau, das sich natürlich ein Auszubildender durchaus berechtigterweise überlegt, fange ich in diesem Beruf eine Ausbildung an, wenn ich hinterher so gut wie, ich sage mal, sehr wenig jedenfalls verdienen kann. Wie sind die Arbeitszeiten? Wie sind die Bedingungen? Gibt es da eine Mitbestimmung? Das sind doch alles die Fragen, die bei weitem wichtiger sind, wenn wir über Zukunft des Handwerks reden, als dass wir über Dinge reden, die sowieso wieder kommen, dass wir das in vielen Bereichen wiederherstellen werden. Und wenn das so ist, dann müssen wir doch darüber reden, wie kriegen wir eigentlich hin, dass wir diese Tarifverträge wieder kriegen im Handwerk. Dass wir dort wieder Bedingungen herkriegen, dass die Menschen freudig im Handwerk einen Beruf ausüben wollen. Das wollen sie zurzeit nämlich nicht. Darum haben wir die Probleme. Und deshalb sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wir müssen darüber nachdenken, wie wir hinkriegen, dass die Innungen mehr Tarifverträge abschließen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir hinkriegen, dass wir mehr Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge herkriegen. Dass die Handwerker tatsächlich auch wieder aufgrund dessen, dass sie sich gegenseitig nicht runter konkurrieren können mit den Löhnen oder hoch konkurrieren mit den Arbeitszeiten, dass sie auch wieder gleiche Bedingungen haben, die Menschen dazu veranlasst, ja, Handwerk sozusagen ist ein Beruf mit Zukunft, da gehe ich hin, da habe ich eine bestimmte Entwicklung vor mir. Und das gilt natürlich auch für die Anerkennung der Berufe entsprechend beim Meister für ein entsprechendes Studium. Auch das ist wichtig. Das ist, ich sage, mindestens so wichtig als die anderen Dinge, die Sie in Ihrem Antrag schreiben. Weil Sie die in Ihrem Antrag gänzlich vergessen haben, werden wir Ihrem Antrag auch nicht zustimmen. Aber ich hoffe, dass vor allen Dingen auch die Koalition und vor allen Dingen auch die FDP darüber nachdenkt, ob vernünftige Tarifverträge nicht sinnvoll sind, gerade fürs Handwerk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Claudia Müller, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.